Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ja, ich glaube heute Premiere. Sie haben nicht nur den Dirk Hilger heute als Ansprechpartner, sondern auch Timo Kosiol. Also, wenn heute eine Frage unbeantwortet bleibt, dann weiß ich auch nicht. Also, das kann eigentlich gar nicht sein. Und ja, ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Wie immer ist das Webinar ja für Sie gedacht. Deswegen, wenn Sie Fragen haben, dann bitte in den Chat reinschreiben. Die Fragen, die ich vorher bekommen habe, habe ich weitergeleitet, beziehungsweise Dirk und Timo. Eben hat noch ein Kollege ein paar Minuten vor Beginn noch mitgeteilt, dass noch eine E-Mail reinkam und mit der Bitte, eventuell, wenn es passt, den Scalp-Agent nochmal kurz zu erklären. So habe ich meine Pflicht hiermit auch getan. Und bevor ich aber jetzt final den Bildschirm übertrage, müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung verstehen. So, dann sage ich mal an der Stelle hallo und herzlich willkommen heute hier zum Helpdesk auch von meiner Seite. Und wie ihr gerade schon mitbekommen habt, der Timo ist auch mit dabei. Und was ich natürlich ziemlich gut finde, weil ich nämlich ganz oft tatsächlich bei verschiedenen Sachen an die Grenzen komme. Und der Nelson hat auch irgendwie gerade gesagt, es wären Fragen. Das war schon wieder Plural, habe ich da gehört. Ich habe nämlich gerade noch drüber geguckt, vorab reingekommen. Die erste Frage war, ich glaube, kann ich da an der Stelle kurz zusammenfassen. Nach dem Update werden die individuellen Einstellungen nicht mehr übernommen. Zum Beispiel Farbeinstellungen, auch wenn im Chart-Theme Custom eingestellt ist. Und sogar die Farben des Expert Advisors Einstellungen oder die Farben, die dort sind, sind nicht mehr gespeichert. Also im Prinzip hat er ein schwarzes Bild. Das Da wäre jetzt heißt, mal die erste Frage, nach welchem Update? Es gibt ja kein Update momentan. ja, also der Teilnehmer bzw. der Fragesteller hat jetzt auf die, was haben wir aktuell? Welche Version ist aktuell? 2654 ist Genau, das. das, genau, das hat der Fragesteller entsprechend da aktualisiert, Ja, auch das war mit. das. Ja, das ist wahrscheinlich dann aber eher das Problem, dass das, also ich meine, allein schon die Tatsache, weil es die 2654 jetzt auch nicht mehr gerade so wirklich frisch ist, vermute ich mal, da ist eine wesentlich ältere Version dann halt irgendwie abgedatet worden. Ich meine, das Problem ist eh, dass ich es halt hier jetzt in keinster Weise nachvollziehen kann. Ich kann hier nicht irgendwie ein Update, beziehungsweise halt den Installation Manager drüber bügeln. Das wird mir hier alles zerschießen. Deswegen ist das natürlich schwer nachzuvollziehen. So, er schreibt ja hier gerade, es war die 2.5. Ja gut, Version 2.5.2 ist es ja halt immer, ne? Also beziehungsweise die ist ja unverändert. Die gibt es ja schon irgendwie seit letztem Jahr. Entscheidend wäre halt die Bildnummer. Also es ist zwischendurch natürlich bei den Einstellungen mal ist halt mal was geändert worden, so dass halt auch Einstellungen halt teilweise dann mal kurz nicht mehr da waren oder einige. Und das passiert dann halt mal, wenn internes Datenformat halt geändert wird. Das ist natürlich ein bisschen nervig, das ist klar. Aber das ist jetzt auch genauso ein Punkt in der nächsten Version, die dann mal gucken, wann da kommt. Da gibt es auf jeden Fall auch einen größeren Umbau, was die Datenstruktur angeht. Allerdings ist es dort so, dass er wirklich versucht wird, alles zu übernehmen, auch wenn das irgendwie ein komplett anderes Format ist, weil ich natürlich weiß, dass es ärgerlich ist, wenn sowas passiert. Aber die Regel ist es nicht. Also von daher kann ich wirklich nur vermuten, das muss irgendwie dann doch irgendwie eine ältere Version gewesen sein. Der schreibt ja hier nochmal gerade nach, der Stefan. Das ist das Problem mit dem schwarzen Bildschirm. Also ich sage ja nicht, dass es halt noch nie vorgekommen ist. Ja, das kann ich ja auch gar nicht ausschließen. Ich sage nur, es ist nicht die Regel. Ne, wenn aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2 von 1000 dann halt das Problem haben, dann ist es halt natürlich eine Ausnahme und nicht die Regel.
Daher kann ich jetzt wenig dazu sagen. Die Frage wäre dann eher, wie soll man da jetzt an der Stelle helfen? Also das Sinnvollste wäre dann wahrscheinlich, wenn man halt die Settings dann halt komplett löscht, ja, und dann hat man zumindest alles auf Standard. Also das wäre wahrscheinlich irgendwie die allersinnvollste Herangehensweise. Also, ich meine doch hier gerade noch, um den Betrieb nicht aufzuhalten. Nee, nee, alles gut. Also ich meine, dafür machen wir das ja hier. Das wäre wahrscheinlich dann die sinnvollste Variante, die Settings alle zu löschen. Ich weiß gar nicht, ob das über das alte Setup geht, ob man das da drüber machen kann. Also wenn dann hier drüber, Reset Global Settings, All Symbols, alle Broker und so weiter. Das könnte man dann mal versuchen, ob dann halt damit zumindest, weil dann steht zumindest kein Blödsinn mehr drin, ne? Dann steht halt, dann sollten halt die Standardeinstellungen dann halt da sein. Bleib mal ruhig da bitte, wo du jetzt gerade warst, unter Reset. Das wäre nämlich die zweite Frage, ob du mal kurz erläutern kannst, was genau bei den jeweiligen Optionen da passiert. Kann hier erstmal kurz umstellen, weil die meisten ja wahrscheinlich eh auf Germanisch unterwegs sind. So. Genau, die Frage habe ich auch noch gesehen. Also wie es halt hier steht, ne, lokale Einstellungen, das heißt also die von dem aktuellen Instrument, was man da halt zurücksetzen kann. Das heißt, die sind dann halt weg. Und dann hier entsprechend für alle Symbole. Ja, das heißt also innerhalb von dem Konto für alle Symbole und hier heißt für alle Broker alle Symbole. Ja, das ist halt der Reset, den das an der Stelle macht. Versuche hier gerade nämlich parallel mitzulesen. Also wenn das nicht hilft, dann gibt es aber auch noch einen zweiten Kniff. Den würde ich dann aber lieber bei E-Mail dann erklären. Dann geht man mal kurz über den Windows Explorer. Ne, wie heißt das Ding doch, ne? Windows Explorer. Ich bin halt immer auf dem Mac, deswegen Ist vertue ich mich da richtig. manchmal. Ja. Nämlich dort dann halt direkt in die Datenstruktur rein und dann Ordner löschen, dann ist auch gut. Also. Also er schreibt noch irgendwie, dass das Statistikpanel oder ich lese mal den Satz vor. Gerne wollte ich den richtigen Hinweis von Heiko Behrendt nochmals bestätigen, dass Einstellung des MT5 Chartfunktion Vorlagen nicht mit geöffnetem Stereotrader erfolgen soll. Nach Öffnen unter Dateien neues Chart wird die Chart-Info-Anzeige bzw. Symbol-Zeitintervall des STs beibehalten bzw. überschrieben. Weiß nicht, ob das gemeint war. Das war der dritte Punkt aus der E-Mail, ja. Welches Zeitintervall? Ich Weil. glaube, es geht um die Funktion Chart-Info-Anzeige, dass wenn man dann das Symbol ändert oder einen neuen Chart aufmacht, dass das entsprechend trotzdem die alte Bezeichnung übernimmt. Wenn Das ich das hier, oder wie? richtig verstanden habe, Ach korrekt. so, ja, ach, okay. Moment, dann ist wahrscheinlich das da gemeint. Wo ist denn das? Moment. Die Geschichte. Also hier in dem Basis-Setup. Ja, also wenn man das halt hier, wo ist es denn? Da, ne? Das Chart Labeling, also falls das gemeint ist, ja. Bei mir steht, genau. Ja, also der grundsätzlich, was der Heiko gesagt hat, ist ja auch richtig, ne? Also das heißt, man könnte jetzt natürlich jetzt das hier einfach ändern, die Angaben, ne? Also das ist halt das, was dann halt nachher hier in der Mitte erscheint. Beziehungsweise die Anordnung, wie sie erscheint, ist das hier. Und damit das dauerhaft bleibt, das ist halt so ein bisschen unglücklich generell gelöst im MetaTrader, dass der halt sich nicht merkt, welche Einstellung mit welchem Symbol, sondern dass er dann im StereoTrader gemacht werden muss. Aber damit das halt per Standard halt bleibt, müsste man normalerweise eben hingehen. Ich rate halt auch immer davon ab, deswegen hat der Heiko das auch erwähnt, man müsste halt hingehen, müsste dann sagen, hier Templates, ne, und dann Save Template,
und dann als Default TPL dann halt speichern. So. Das kann gut gehen, es kann auch sein, dass es nicht gut geht. Das Problem ist nämlich halt, dass die Datei, die dann entsteht, also diese Default TPL, die heißt nichts anderes als Voreinstellungsvorlage, ne, wenn man so will, oder Standardvorlage. Und da steht halt relativ wenig drin. Und das ist, die ist ja extra so eingelegt, damit halt der Ladeprozess vom Stereotrader da halt nicht unnötig in die Länge gezogen wird. So, und wenn man die überschreibt, und dann geht nämlich der MetaTrader hin und speichert alles, was man hier sieht und alles, was der Stereotrader an Objekten angelegt hat, damit man mal ein Gefühl davon kriegt. Das ist all das, worüber wir hier reden. Also diese ganzen Objekte, das sind halt irgendwie über 1000 und die werden halt alle mitgespeichert und alle erzeugt. Und wenn man dann den Stereotrader aufmacht, dann sucht er die erstmal alle und löscht die erstmal alle wieder und erzeugt sie dann wieder neu. Und deswegen ist da immer so grundsätzlich so ein bisschen davon abzuraten, also gerade wenn man jetzt, sagen wir mal, irgendwie eine wirklich amtliche Kiste hat und also jetzt kein VPS oder so, sondern wenn man wirklich einen Server hat oder halt einen lokalen Rechner, der ordentlich Power hat, dann sollte das eigentlich keine Probleme machen, ne? Aber sobald da halt irgendwo ein bisschen was nicht so ganz hoch optimiert ist, und dann kann das halt irgendwie dann auch mal nicht so gut sein, was dann am Ende dabei rauskommt. Aber dann, das würde zumindest dazu führen, dass dass das gespeichert ist. Aber wenn man dann natürlich hingeht und danach zum Beispiel dann ein Update macht vom Stereotrader oder halt einfach über den Installation Manager auch die gleiche Version nochmal installiert, wäre das halt wieder weg. Ne? Weil der halt die Default TPL immer in der Standardfassung mit überschreibt. Das muss man dann halt wissen. Du wolltest ja noch den anderen Weg zeigen über den Windows Explorer, wie man entsprechend da so, ja, die Einstellungen zurücksetzen kann. Aber per Mail dann, ne? Mhm, genau. Ja. Bevor nämlich da einer was falsch macht und denkt, ja, kann ich ja mal löschen, kann dann eben auch unschöne Konsequenzen haben. Deswegen wollte ich dann das jetzt nicht hier machen. Mhm. Dann, wie gesagt, hatten wir noch kurz vor Webinar die Bitte erhalten bezüglich Skype Agent. Jetzt kannst du entscheiden, ob du da nochmal drauf eingehst oder auf die Aufzeichnung verweist. Ja, das haben wir ja wirklich schon oft gehabt, ne? Den Skype Agent. Hast du die Aufzeichnung auf dem Schirm, welche das ist? Also, das ist noch gar nicht lange her, da hatten wir den noch, oder? Ja, ich kann dir nicht genau sagen, wann das war, aber es war tatsächlich jetzt nicht so lange her. Also, ich denke mal innerhalb der letzten 4 Termine. Ja, glaube ich nämlich auch. Ja, also ich habe gerade vorhin schon probiert, dass ob es sich überhaupt starten lässt. Das ist immer ein bisschen fraglich bei mir hier, weil ich ja halt immer die Sachen aus der Entwicklungsumgebung halt nehme. Er macht es aber, also es geht grundsätzlich Skype Agent, nur ganz kurz angerissen. Wie gesagt, im Detail sind die Funktionen als auch beispielhaft live gezeigt in einem von den letzten Webinaren, von den Helpdesk-Webinaren, wie der Nelson es gerade sagt. Also grundsätzlich im Grobabriss, das ist halt ein Bot, der halt hier im Stereotrader halt mit dabei ist, den man auch verwenden kann. Und da kann man halt so verschiedene Sachen einstellen, was er mit der nächsten Kerze machen soll. Im Prinzip hier steht es dabei, ne? Also hier auch unten, wenn man die Maus drüber hält, bei den Fähnchen wird es ja mit angezeigt, eigentlich, was er macht. Also mit der nächsten Kerze, also jetzt hier vielleicht nochmal ganz kurz ein Beispiel. Auto-Trading muss natürlich eingeschaltet sein. Das war ich schon zu langsam. Sondern würde er jetzt einfach mit der nächsten Kerze, also jetzt hier Minutenchart, je nachdem, was natürlich dann eingestellt ist, würde der Skype Agent dann halt mit dem ersten Tick kaufen. Und das kann man schon recht gut verwenden. Gerade wenn der Markt, wenn man halt irgendwie sieht, dass halt scheinbar in einer gewissen Zeittaktung ein Händler, ein Algo, was auch immer halt aktiv ist, was man ja irgendwie oft auch zur Kasseeröffnung hat, dass da wirklich in 5-Minuten-Takt zum Beispiel da halt was durchgeklopft wird. Und dann kann man natürlich, wenn man den Verdacht, wenn ich es mal so hat, dass das im M5 passiert, dann kann man zum Beispiel dann hier auf den M5 wechseln und stellt dann die entsprechende Richtung ein und kommt dann halt tickgenau
mit dem ersten Tick halt rein. Hier werden wir jetzt nicht viel sehen, ne, weil halt einfach jetzt auch zu wenig Wohler da ist, aber generell von der Funktion, ne, hat man ja hier gesehen, ist jetzt genau mit dem ersten Tick ist halt jetzt hier eine Kauforder reingegeben worden. Ja, und das macht der Scalp Agent. Das heißt, man kann da schon den Impuls eigentlich recht gut mitnehmen, wenn man halt, wie gesagt, so ein Indiz dafür hat, dass eben genau das passiert. Und dann natürlich halt relativ einfach scalpen. Ich bin jetzt hier schnell raus mit 2 Punkten, weil es oft so ist, dass man in dieser Taktung dann halt immer diesen Impuls hat, ja, also auf die Minute oder 5 Minuten oder was auch immer man da machen will, dass man erstmal relativ safe ein paar Punkte in die Marschrichtung dann halt auch bekommt. Ja, das nur als kurze Abkürzung. Mal wie gesagt, die einzelnen Funktionen nochmal im Detail gibt es in einem von den letzten Webinaren. Der Hubertus hat da gerade was nachgeschoben. Funktioniert das Scalp Agent auch im MT4? Ja klar, also der ist bei beiden, ist der dabei. Ich kann seit 3, 4 Monaten nicht mehr auf den Installation Manager zugreifen. Wenn ich das suche, erscheint immer die Fehlermeldung. Eine neue Version installiert, führen Sie das Update erneut aus. Schon mehrmals gemacht. Da wäre mein erster Verdacht, also der Installation Manager, also er sagt, er kriegt immer wieder eine Update-Meldung, es wäre ein Update da und versucht es dann und geht dann trotzdem nicht. Ne? Sagt dann alle MT4, 5 Instanzen und StereoTrader deinstalliert. Da wäre dann jetzt auch mal die Frage, was genau wurde denn deinstalliert? Also man findet den Installation Manager, mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Also hier über Open Data Folder. Und dann gibt es hier so ein Ding, das heißt Terminal. Ja. Und dann Common. Und dort Files. Und wenn mich nicht alles täuscht, hoffe ich, bin hier richtig. STMTX. Ja, genau. Stim. Also dieser Files STMTX. Wenn man wirklich halt alles löschen will, dann sollte der auf jeden Fall raus. Ja, also diesen ganzen Ordner rauslöschen, weil hier ist das drin und da ist auch die Information drin über die Versionsnummer oder halt einfach nur ja, die Dateien hier separat löschen. Mein Verdacht ist aber eigentlich eher ein anderer, nämlich weil es sich, wie man ja gerade gesehen hat, hier um eine Excel-Datei handelt. Wenn da ein Virenscanner aktiv ist und der damit nichts anfangen kann, könnte es sein, dass der Virenscanner als Beispiel die Datei immer wieder löscht. Das kann auch sein, ne? Oder das Update rückgängig macht. Das wäre eigentlich so mein Hauptverdacht. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung von meiner Seite aus diesbezüglich. Also eine Sache, die ich festgestellt habe, ist, dass man den Installationsmanager halt nicht aus dem MetaTrader heraus oder aus dem ShareoTrader heraus startet, sondern sich wirklich den nochmal komplett von der Internetseite, also von der Homepage runterlädt und dann nochmal ausführt. Weil ich hatte auch schon öfter das Problem, auch bei anderen Leuten das gesehen, dass wenn man das quasi aus dem ShareoTrader heraus startet, dass es dann auch irgendwie ein Problem mit den Zugriffsrechten gibt. Das heißt, da können dann irgendwelche Sachen nicht geschrieben werden, aktualisiert werden. Und wenn man das Ganze dann quasi nochmal neu runterlädt und entsprechend dann ausführt, dann sind die Probleme oft behoben. Dann geht es weiter 18:09 mit der Frage von Thomas. Wie kann ich den Original-TP einstellen? Was ist denn ein Original-TP? Also grundsätzlich, wenn man ja halt hier im Stereo Future Mode drin ist und ich stelle einen TP hier vorab ein von 20 Punkten, macht dann eine Order auf. Und dann habe ich natürlich auch den TP bei 20 Punkten. Nee, er meint ja wahrscheinlich in den Einstellungen, im Setup. Da kannst du ja quasi den Standard TP und SL festlegen. Das meint genau. Er wahrscheinlich. Ich finde es sehr gut so. Also, was der Timo gemeint hat, ist, wenn man halt einen voreingestellten
TP haben will. So, hier bei Einstellungen, dort gibt es nämlich dann bei Trading, kann man einstellen, initialer SL und TP in Punkten. Das kann man dann hier voreinstellen und das ist eben das, was dann halt hier auch erscheint als Voreinstellung, sobald man halt flat ist. Also das kann man damit halt auch noch zusätzlich machen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was damit noch gemeint sein könnte. Ich erweiter mal die Frage, weil zumindest meine Interpretation. Jetzt hat er da in dem Panel was anderes eingestellt und nun ist der Trade zu Ende. Und also jetzt bei dem Panel steht dann statt 10 und 20, den ja jetzt 7 und 16. Und wie kommt er wieder zurück zu seiner Voreinstellung, ohne dass er das jetzt händisch nochmal korrigieren müsste? Ja, die Antwort ist schon, habe ich schon gegeben hier visuell. Wenn der Trade zu ist, wird es ja wieder zurückgesetzt auf genau die Werte, obwohl ich es ja gerade verschoben habe. Ich kann die Frage auch noch erweitern. Wenn man nämlich hier was verstellt hat, ne? Da so irgendwie, angenommen, da steht jetzt irgendwie so ein Käse drin, den man irgendwie nicht braucht. Ups. Was mache ich denn da? Ne? So irgendwie ganz andere Zahlen. Und dann klickt man einfach, wenn alles leer ist, auf Reset. Dann sind auch die Originalwerte wieder da. Also ich kann die Frage ja mal kurz zusammenfassen. Also was der Fragesteller meint ist, man hat ja in der strategischen Order die Option, einmal den Abstand entweder Punkte zu wählen oder ATR. Und er schreibt jetzt, dass wenn man die ATR zum Beispiel auswählt, dass das keinen Unterschied macht, dass die Distanz trotzdem noch weiterhin in Punkten und nicht anhand der ATR berechnet wird. Also die Problematik, die der Fragesteller jetzt so beschreibt, ist mir auf jeden Fall so nicht bekannt. Also wenn man jetzt ATR wählt, dann wird das immer entsprechend anhand der ATR auch berechnet. Zumindest ist mir da jetzt nicht der Fehler bekannt, dass es trotzdem weiter mit den Punkten berechnet wird. Ja, weil also ich habe jetzt ja hier ATR 14 ausgewählt, Abstand 1 und das ist ja eindeutig nicht ein Punkt, ne? Genau. Daher passt das irgendwie nicht so ganz. Ja, vielleicht kann der Fragesteller noch mal irgendwie was dazu schreiben, ob er genau das gemeint hat oder noch was anderes, was ich jetzt irgendwie aus der Frage heraus nicht lesen konnte. Betrifft Bild 2654, aber das hast du ja auch installiert gerade, Dirk, ne? Ja. Das ist das, was hier jetzt auch auf ist, richtig. MT4 oder MT5, vielleicht ist das ja nochmal irgendwie. Na, 2654 gibt es ja nur auf dem MT5. Also auf jeden Fall, ne, hat man ja gesehen, das ist pauschal, so passt das nicht ganz. Ne? Da kam jetzt auch nichts mehr nach, oder? Aktuell nicht. Nee. Aber ein Feedback von Joachim, dass die Fehlermeldung bei der Installation ist jetzt weg, der WCAD-Call. Genau, also was der Nelson gerade gemeint hat, war vorhin die Installation. Das Problematik, dass der Installation Manager immer wieder sagt, neue Version installieren und die Meldung halt nie weggeht. Also so wie vorhin gezeigt, bei wem das auch auftritt, der sollte den Ordner löschen, wie eben gezeigt. Das kam gerade als Feedback hier rein. Das ist doch schön. Wie kann ich die Positionsgröße im Panel kleiner als 1 einstellen? DE30. Gar nicht. Dazu braucht es den DE30 Mini. Und um das noch zu ergänzen, im US-Tech-Symbol, da gibt es keinen Mini, da ist es tatsächlich schon dann so eingestellt, dass dort auch schon 0,1 ausgewählt werden kann. Kann ich dann US-Tech auf ganze Zahlen umstellen? Ja, klar. Ne? Also wenn man wie hier, ich meine, hier sieht man es ja auch. Ne? Ich habe hier den DAO, also den US30 Mini liegt ja hier zugrunde. Hier oben stehen ja nur diese kleine 1-Werte drin. Kann man einfach umstellen, indem man dann hier auf die Einstellung geht und dann bei Terminal, dann hier Quick Button Volumes. Heißt das ein auf der englischen Version auch so, okay. Und hier steht, das sind immer, ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann, ob das nicht bei mir schon wieder zu klein ist. Da stehen Faktoren drin. Ne? Das ist immer der Faktor von der minimalsten Größe. So, und da steht jetzt ganz am Anfang eine 1.
Ja, deswegen steht hier 0,1, weil einmal 0,1 ist 0,1. Das heißt, wenn ich hier einfach überall eine 0 dranhängen würde, und dann erscheint hier oben entsprechend dann natürlich auch alles ohne Nachkommastellen. Ja, also einfach Faktor 10. 10, 20, 30, 50, 70, 100. Das sind die Voreinstellungen. Also mal 10. Stehen falsche Währungspaare? Würde ich jetzt so nicht unbedingt unterschreiben. Ich weiß aber, und da vermute ich, das ist immer wieder beim Versionswechselproblem, weil das hat ja mal sauber funktioniert und funktioniert. Ich weiß nicht, ob das da schon behoben ist oder jetzt erst in der nächsten Version, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Das liegt daran, weil, wo war das nochmal, dass irgendwo der Euro doppelt umgerechnet wird, also zwischen US-Dollar und Euro, daran liegt es. Ist also bekannt, ja, also hier sieht man ja, aktiviert Euro-USD mal 0,85, das müsste hier jetzt eigentlich passen, ja, ich habe gerade Gewinn gemacht, mit der strategischen Order. Das heißt, ich gucke mal eben, ob das jetzt hier irgendwie stimmt oder nicht. 8,49, das müsste stimmen. Ne? Also 10 Punkte, Stop-Loss beim Dow, der in US-Dollar getaxt wird, sind 10 Punkte, Risiko 8,49. Da behaupte ich mal, das stimmt. Wo ist, ja genau, ich wollte nämlich gerade sagen, wo es irgendwie komischerweise neuerdings weird ist, das ist bei den Währungspaaren. Das ist richtig, ne? Weil ich schreibe nämlich hier gerade Euro, japanischer Yen. Dort, ich weiß nicht, ob das vorher übersehen wurde, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil ich habe da auch auf jeden Fall bei Metaquotes auch ein Fass deswegen aufgemacht, weil eigentlich stimmt das nicht, was die da treiben. Also das heißt, lassen wir einfach mal so stehen. Ja, also ich bin auf jeden Fall drüber gestolpert, hab das auch in die große Glocke gehangen und das ist auch auf jeden Fall längst behoben, nur jetzt noch nicht in der Version. Also bei den Währungs ist tatsächlich bei den Währungspaaren ist natürlich dann ein bisschen nervig. Das stimmt. Aber es ist wie gesagt, wenn du da mal nachguckst, Ronny, dann wirst du wahrscheinlich sehen, dass es halt wirklich die doppelte Umrechnung vom Euro zum Euro hin, beziehungsweise zur Kontowährung hin. Das ist das Problem dabei. Das heißt, dann hast du dann halt zweimal, als Beispiel 0,8 mal 0,84 und dann fehlt da am Ende ein Stückchen. Wenn ich den Timeframe im MT5 auf M233 oder M10 ändere, verschwinden die TCL-Linien. Auf R, auf M2, M3 oder M10. Das kann sein, dass da mal Levels verschwinden. Das liegt einfach daran, dass der Beginn nicht gefunden wird. Ne? Also wenn der Beginn zum Beispiel, ich meine klar, der Regel liegt der ja halt irgendwo bei einer Stunde. Also ich kann es, glaube ich, hier nicht. Kann ich das? Ich kann es mal versuchen. Also das mit TCL ist das Live Add-on gemeint. Gucken, ob das hier funktioniert. Da muss ich irgendwo anders, glaube ich, hier rein. Ja. Glaube ich jetzt mal. Lass mich mal überraschen. So, also M2. Gucken, ob das so hinkommt. So, alle Timeframes. So, gucken, welches das ist. Das müsste eigentlich das Normale sein. Ja, das hängt, glaube ich, wirklich mit. Also, da kommt nichts. Da kommt nichts. Ja, also eigentlich, wenn ich jetzt hier auf Stunde gehe, dann kommen die Levels auch nicht. Achso, ja, weil ich aber auch hier im falschen Setup bin. Okay. Hä? Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mir hier gerade
meine Daten zerschieße. Deswegen habe ich bitte irgendwie gerade etwas. Ah ne, da sind sie. So, ne? Das heißt, die Levels kommen halt im H1 und ich kann grundsätzlich den Timeframe ändern, jetzt zum Beispiel auf M5. Man kann mal merken, 2 von 7. Wenn ich den hier wieder aufmache, sollten die. Habe ich was kaputt gemacht? Ich hoffe es wirklich nicht. Das wäre echt übel. So, und dann sind sie da und der M2 halt nicht. Das liegt wirklich an der Rundung von den Zeiten, ne? Weil die Zeiten nicht zu finden sind. Das muss ich mir mal angucken bei Gelegenheit. Weil auch nicht alle Linien fangen ja jetzt zum Beispiel halt, also wie jetzt die hier, ja, die hängt dann halt irgendwo dazwischen und dann existiert der Anfangs- oder Endzeitpunkt schlichtweg nicht in dem Timeframe. Da könnte man natürlich jetzt runden, ne, und dann halt raten, gucken, ob das irgendwie passt. Das ist aber momentan tatsächlich nicht implementiert. Bug oder Feature bei Break-Even? Sage ich mal direkt Feature. So fängt der Satz an. Also wenn man mehrere Positionen hatte, und die neueste davon schon im Gewinn geschlossen wurde, wird dieser Gewinn bei der Berechnung Break-Even-Linie berücksichtigt. Zieht man nun ein anderes Instrument ins Fenster? Ah, okay. Warum macht man das? Wäre meine Gegenfrage zuerst mal. Zieht man nun ein anderes Instrument ins Fenster und kehrt später zum Ausgangsinstrument zurück, wird dieser Gewinn nicht mehr berücksichtigt? Ja, das kann gut sein. Die Break-Even-Linie wird berechnet, als ob es noch keinen realisierten Gewinn gegeben hätte. Das passiert nicht, wenn man das Fenster an den gesamten MetaTrader schließt und dann wieder neu öffnet. Ja, das ist tatsächlich durchaus möglich, ja, weil, also muss man sich so vorstellen, wenn ich also jetzt hier irgendwie so diverse Positionen da rein tue und dann halt den MetaTrader schließe, dann macht der, also der SteroTrader speichert jetzt nicht irgendwie die ganze Statistik oder so, sondern der speichert nur gerade das, was zu dem aktuell offenen Trade gehört. Und das dann halt, ne, also wie zum Beispiel hier, das ist ja das, was gemeint ist, wenn jetzt schon was realisiert wurde und dann wandert ja meine Break-Even-Linie. Ich hatte es jetzt noch nicht eingeschaltet, ich mache es auch mal, ja, dann sieht man, da wandert die hier runter, weil ja die, das ist ein bisschen klein, ich weiß, ja, weil die realisierten Gewinne ja mitgerechnet werden. So. Und das heißt, er speichert nur die aktuellen Informationen von dem, was da halt offen ist. Und das ist, je nachdem, was man zuerst oder zuletzt geschlossen hat, ist das aus der Historie nicht mehr darstellbar. Daher kommt es. Allerdings, warum das jetzt so ist, wenn ich ein neues Symbol da reinziehe und dann wieder das alte, warum dann diese Werte nicht mehr ganz stimmen, also warum der realisierte Betrag dann nicht mehr drin ist, da bin ich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen überfragt. Da müsste ich wirklich mal gucken, ob das irgendwie eine tiefere Bewandtnis hat, einen Grund, oder ob das halt irgendwie fehlerhaft ist. Also ich behaupte mal, es ist nicht irgendwie jetzt, wird wohl kein Zufall sein, sondern wird aus irgendeinem Grund da so drin sein. Und die Frage, die sich dann mir stellt, ist dann halt eigentlich nur, ist der Grund plausibel, kann man das ändern oder nicht? Also, weil das Ding verrechnet sich ja halt jetzt nicht oder so. Also, das ist halt das Ding. Haben eigentlich alle wieder schön long mitgeklickt hier die ganze Zeit und freuen sich gerade über die ganzen Punkte. Obwohl, so viel sind es ja nicht, ne? Ja, ein bisschen das. Ja, also, von daher jetzt bisschen schwierig zu beantworten. Also ich glaube ja, dass es so ist. Ja, deswegen versuche ich das jetzt auch hier nicht großartig nachzubauen. Aber ich weiß, wie das intern ja gespeichert wird. Und das ist halt nur minimal Informationen, die da abgelegt wird. Und von daher kann das schon sein, dass es so gewollt ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das stellen wir mal. Die Frage lasse ich einfach mal so stehen. Hier kommen noch viele positive Feedbacks. Einen schönen Abend wünsche ich mir natürlich auch zurück. Bevor ich hier heute muss ich euch beiden das letzte Wort übergeben und überlassen. Also sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und musst du nicht? Doch, 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 doch.
Und Kommt Juhu, wir wünsche fallen ihm jetzt natürlich, einfach ins Wort. nein, 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 eine erfolgreiche Woche natürlich. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund. Und ja, Timo und Dirk oder Dirk und Timo haben jetzt das letzte Wort. Vielen Dank Ja. euch beiden. Dann lassen wir das doch dem Timo, der hat ja eh immer das letzte Wort, wenn wir diskutieren. Von daher kann er es auch heute im Webinar machen. Nein, aber hat auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Also ja, danke, dass ihr dabei wart. Der Nelson, wie immer, dass das mit mir aushält. Ich glaube, er schwitzt da auch manchmal, er hat immer so ein bisschen Angst vor dem, was ich da sage, obwohl eigentlich ist das ja alles mal ganz harmlos. Ne? So, muss man ja auch mal irgendwie, darf man ja mal festhalten. Nee, aber hat Spaß gemacht. Fand es gut, dass der Timo auch da war. Das heißt auch mein Dankeschön natürlich an ihn. Und Webinar wurde vorhin auch gefragt, ob wir nicht morgen ein Webinar haben. Nein, morgen ist kein Live-Trading-Webinar, sondern am nächsten Dienstag dann erst wieder. So, und damit hat der Timo das letzte Wort. Das finde ich jetzt immer richtig gut. Ich sage an der Stelle danke, tschüss, habt einen schönen Abend, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Gut, ich kann mich den beiden quasi nur anschließen, wünsche auch allen einen schönen Abend und macht's gut, haltet die Ohren steif, gute Trades die Woche noch. Bis dann, ciao, ciao.